Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Mystische Kreaturen von Azeroth und darüber hinaus. Heute im letzten Part der Dunkeleisengeschichte. Ich habe jetzt mir Vorhang geholt, damit es nicht mehr so hallt. Und ich möchte euch, genau dich, kleiner Zuschauer, du da hinten sitzt, fragen, wie der Sound denn jetzt quasi mit dem selbstgebauten Konstrukt, was ich hier habe, ist. Exakt, ja. Also schreibt in die Kommentare. Ob es immer noch so halt und ob die, damit ich es halt weiter optimieren kann. Was zuvor geschah. Im letzten Part gingen die Beben des Kataklysmus los. Um etwas dagegen zu unternehmen und das Land zu beruhigen, veranstaltete Magni Bronzebart ein Ritual mit den Tafeln aus Uldur, welches schrecklich fehlschlug. Es verwandelte ihn in Diamant. Moira und ihr Sohn Dagran Taurusan II. Wurden in Schattenschmiede von Kultisten des Schattenhammers bedroht. So gingen sie gemeinsam mit vielen ihres Clans zurück nach Eisenschmiede und setzten die Stadt unter Ausgangssperre. Niemand konnte sie anzweifeln, schließlich war Moira die legitime Erbin des Königs. Jedoch war ebenfalls Anduin Vryn, der Sohn des Königs der Menschen, in der Stadt eingesperrt, was den König dazu veranlasste, sie heimlich zu ermorden. Bevor dies geschehen konnte, überredete Anduin ihn dazu, ihr beizubringen, wie man richtig Leute anführt. Varian rief also den Rat der drei Hämmer aus, ein Rat mit dem Repräsentanten eines jeden Clans. Moira als der der Dunkeleisenzwerge. Muradin, der Bruder von Magni, als der der Bronzebärte. Und Falstadt als der der Wildhämmer. Ihre Geschichte. Während Mist of Pandaria und wahrscheinlich 30 Jahre nach der Öffnung des dunklen Portals. Als Thermomor von der Horde unter Garrosh Höllschrei angegriffen wurde, fragte Jaina den Rat nach Soldaten und Greifenreitern, um die Stadt zu verteidigen. Sie schickten General Thardos Stoutblow und Horan Rotmähne nach Theramor. Schön gedenglischt. Nachdem die Mana-Bombe Theramor jedoch zerstörte, dürften die beiden Anführer und ihre Kompanie verstorben sein. Als Pandaria entdeckt wurde und zwei Monate später die Herrschaftsoffensive und die Löwenlandung begonnen wurden, schlossen sich auch Dunkeleisenzwerge zusammen, um die Herrschaftsoffensive zu zerschmettern. Schlussendlich breitete sich in der gesamten Karasarang-Wildnis ein Krieg aus. Öffnet den Augen. Es war einmal vor. Nun, um ehrlich zu sein, ist es gar nicht so lange her. Da bat ein König drei mächtige Zwerge um Hilfe, den Rat der drei Hämmer. Die Späher des Königs hatten entdeckt, dass die Zandalari-Trolle die Hauptstadt der Zwerge bedrohten. Der König dachte sich, sie würden ihm sicher mehr Truppen im Kampf gegen die Horde schicken, wenn er ihnen bei ihrem Trollproblem half. Dem König war aber nicht klar, dass die Zwerge einander misstrauten. »Wir können euch nicht helfen«, sprach der Bronzebart, »denn wenn wir den Dunkeleisenzwergen den Rücken kehren, besiegen sie die Wildhämmer und reißen Eisenschmiede an sich.« »Wir können euch nicht helfen«, erwiderte der Wildhammer, »denn wenn wir den Dunkeleisenzwergen den Rücken kehren, besiegen sie die Bronzebärte und reißen Eisenschmiede an sich.« Der König wurde wütend. Wenn keiner von euch hilft, dann wird Eisenschmiede belagert werden. Nur eine Zwergin bot dem König ihre Hilfe an. Wir geben euch unsere Stärke, sagte Moira von den Dunkeleisenzwergen. Wir vertrauen unseren Zwergenbrüdern und werden ihnen zeigen, was Loyalität heißt. Und so zogen Moira und der Hochkönig hinaus in den Schnee, um die Stadt zu retten. Und ließen die anderen zurück, um über ihre Taten nachzudenken. Ich bin gespannt, was wohl als nächstes passiert. Eines Tages fand das SI-7 heraus, dass das Zwergenkönigreich von den Zalalari-Trollen, die die Frostminen anstachelten, bedroht wurden.
Wenn Varian Wrynn ihnen helfen würde, würden sie ihm bestimmt mehr Truppen im Krieg gegen die Horde in Pandaria schicken. Doch Muradin und Falstad hatten Angst, dass die Dunkeleisenzwerge die Stadt übernehmen würden, wenn sie sie verlassen würden. Moira half jedoch dem König mit den Trollen und ließ die anderen Zwerge über ihre Taten nachdenken. Moira, ihre Truppen, der Hochkönig Varian Wrynn und die Spieler schaffen es, den Sturm der Zandalari zu bezwingen und ihre Meister aufzuhalten. Varian gratuliert Moira zu ihrem Sieg und sagt, dass die beiden anderen Clans sich schämen würden, nicht dabei gewesen zu sein. Moira hingegen erwidert, dass sie sich also nicht dafür feiern lassen würde, denn sie wollte das Königreich nur beschützen und es beeindrucken, nicht es beschämen. Die beiden anderen Zwergenanführer beschlossen nie wieder vor Uneinigkeit oder Angst tatenlos zu bleiben und sicherten der Allianz den Großteil ihres Heeres im Krieg gegen die Horde zu. In der Schlacht um Mogrimmar griffen Moira mit ihren Dunkeleisenzwergen die Rus-Schmiedwerke mit ihren Tunnelbohrer an. Ihre Truppen starben bei einem Angriff der Eisernen Sterne, die die Horde gegen sie schickte. Danach bat sie die Abenteurer, vorsichtiger zu sein. Nachdem Garrosh verloren hatte, sagt sie, dass es nichts Besseres gebe, als ein übermächtiger Feind, um Verbündete zusammenzubringen. Die Zwergenclans waren nun so vereint und stark wie nie zuvor. In Kriegsverbrechen. Während des Buches Kriegsverbrechen wurde ebenfalls Moira eingeladen, dem Gericht beizuwohnen. Eine Vision wurde gezeigt, bei der Moira beinahe von Varian umgebracht wurde, um zu zeigen, dass Varian nicht so weit davon entfernt gewesen war, das zu tun, was Garrosh Hölschrei Vol'jin angetan hatte. Schlussendlich floh Garrosh aus der Verhandlung mit dem ewigen Drachenschwarm in eine parallele Zeitlinie. Warlords of Draenor beginnt. Aber vorher kommt noch eine kleine Kurzgeschichte. Die Jadejäger. In der Kurzgeschichte Die Jadejäger von Matt Burns werden drei Zwerge, Fenella Dunkelader, die Tochter von Phineus Dunkelader, eine Dunkeleisenzwergin, Carrick Eisengreen, einen Wildhammerzwerg und Schamane, der die Elemente nicht mehr hört, und Fendwick, die Hand von Katz, einen Bronzebartzwerg lächerlicher Riesighaftigkeit, also er ist ziemlich groß, von Moira Taurusan nach Pandaria geschickt, um die Schlangenherzstatue, die im Krieg zerstört wurde, wieder aufzubauen, da sie großartige Baumeister ihrer Clans sind. Und wenn ihr es vorher noch nicht gewusst hättet, dann wisst ihr jetzt, dass ich ziemlich gerne verschachtelte Sätze mag. Das war alles ein Satz. What the fuck? Ich sollte Punkte machen. In Pandaria angekommen, ruft der Bauleiter eine Jadejagd aus, um die Stimmung zu heben. Die sich hassenden Zwerge versuchten natürlich alle, die Besten zu sein. Jedoch tritt ein Pandarenjunges ins Zelt von Fenella Dunkelader, der Anführerin der Gruppe, und gibt ihr einen Hinweis, wo die größten Jadebrocken sind. Die Pandaren würden dort nicht hingehen, denn Pandaren mögen das Gleichgewicht und immer wieder dasselbe zu tun. Gewohnheit macht und so, ne? In der Höhle angekommen, trifft sie auf ihre beiden Kontrahenten, die ebenfalls von dem Mädchen hergeschickt wurden. In der ersten Halle stehen sie vor einer Mogu-Statue, die umringt ist von der Geschichte des Weißen Tigers. Carrick Eisengreen sieht in dem Mogu-Krieger jedoch einen Ork des Drachenmal-Clans und ist wieder in der Zeit des Zweiten Krieges. Als er heraus aus seiner Hütte rennt, steht sein Dorf in Nordron in Flammen. Der Drachenmal-Clan tötet alle. Seine Tochter rennt in seine Arme und sagt ihm, dass er nicht mehr herkommen solle, da es hier nichts mehr für ihn gebe. Carrick fasst die Statue des Drachenmal-Clan-Orks an und die Elemente sprechen wieder zu ihm. Er erzählt seine Geschichte den anderen und erwartet, dass sie ihn auslachen würden. Doch sie taten nichts dergleichen und gingen weiter. In der zweiten Höhle sind Bilder vom schwarzen Ochsen. Als Fendwick auf ein Relief auf den Boden tritt, geht die Steinwand zu und er wird in der Höhle in der Dunkelheit eingesperrt. Die anderen können so nicht mehr zu ihm gelangen. Fendwicks Atem war schon zuvor angestrengt gewesen. Schon seit mehr als 2 Jahren hatte er keine Höhle mehr betreten, seit dem Kataklysmus und Eisklamm.
Zur Zeit der Beben des Kataklysmus war er in der Eisklammine gewesen. Wie durch ein Wunder überlebte er, eingeklemmt unter zwei Steinen in einem kleinen, dadurch gebildeten Raum. Die anderen Zwerge riefen nach ihnen und suchten ihn, bis sie von der einstürzenden Mine verstummten. Die Angst lähmte ihn. Schlussendlich wurde er von Gebirgsjägern gerettet, die die Mine nach Überlebenden absuchten. Er hatte als einziger überlebt. In der Höhle in Pandaria sah er die Geister der verstorbenen Bergarbeiter, den mutigsten Männern, die er je gekannt hatte. Fendrick hatte sich schon oft die Frage gestellt, was er, wenn seine Zeit gekommen war, den Bergleuten sagen sollte. Etwa, dass er den Rest seiner Tage in Furcht verbracht hatte? Sie hoben ihn hoch und stellten ihn auf seine eigenen Füße. Dann sagten sie ihm, dass sie nicht mehr für ihn tun könne, den Rest müsste er selbst tun. Fendrick ging ohne zurückzublicken erneut auf das Relief zu und die Tür öffnete sich. Weiter dem Gang folgend erreichten sie tausende von Tieferspinnen, zu viele, um sie zu bekämpfen. Finella rannte mit ihrem Kriegsgulem davon und ließ die beiden anderen Zwerge in einer Sackgasse allein. Sie kam in eine Höhle, wo Gigi, der rote Kranich, mit weinendem Blick in einen Gang starrte und beschloss, diesen zu nehmen. An den Wänden waren Spiegel und dort sah sie ihren Vater, Phineas Dunkelader, der sagte, »Ich habe dir eine zweite Chance gegeben, und was machst du daraus?« In Schattenschmiede hatte Finella als Kind die Baupläne der besten Architekten geklaut und mit dem Siegel ihres Vaters versehen. Diese zeigte sie dem Imperator Taurisan und schon bald wurde Phineas als Chefarchitekt eingesetzt. Jedoch kamen Gerüchte auf, dass er die Baupläne nicht selbst erstellt haben soll und er wurde von allen geächtet und verschmäht. Taurisan ließ Nachforschungen anstellen, doch nie konnte man es beweisen. Zu gut war der Diebstahl geplant gewesen. Und zwar nicht von ihrem Vater, sondern von ihr, Finella Dunkelader. Phineas war nicht wütend, als er herausfand. Es war eher eine Mischung aus Bedauern, Schuldgefühlen und Traurigkeit. Schlussendlich sagt er ihr im Spiegelkabinett, dass er nie jemandem erzählt habe, was sie getan hat. Dass er alles für sie auf sich genommen hatte, um ihr eine Zukunft zu geben, und schlussendlich sei er als Schurke gestorben, getötet von Abenteurern. Nur für sie. Schlussendlich kam Finella mit ihrem Kriegsgolem in den Gang, wo ihre beiden Zwergenkollegen waren. Sie waren mit Wunden übersät, aber am Leben. Sie ließ den Kriegsgolem zurück, um gegen die Schieferspinnen zu kämpfen, und zu dritt flohen sie in die Halle des Kranichs, der nun seinen Schnabel weit geöffnet hatte, als würde er singen, und zeigte in einen anderen Gang. Die letzte Höhle zeigte eine kleine Statue der Jadeschlange und viele, viele Schriftrollen. Auf einer dieser Schriftrollen stand die Geschichte dieses Ortes. Zur Zeit, als der Donnerkönig bereits Gigi den roten Kranich, den schwarzen Ochsen und Xuan den weißen Tiger besiegt hatte, unterrichtete die Jadeschlange die Pandaren-Sklaven in ihrer Ideologie, welche dann die Arbeit niederlegten. Mit nur einem Schlag zog Lei Shen, der Donnerkönig, die Jadeschlange aus den Lüften. Die Bergleute brachten die verwundete Erhabene in diese Höhle. Die Jadeschlange, die im Sterben lag, sagte ihnen, dass sie eine Jadeschlangenstatue bauen sollten, damit die Jadeschlange überlebte. 100 Jahre mühten sich die Bergleute ab und schafften es schlussendlich. Die Jadeschlange sagte, dass jedes Ende auch ein neuer Anfang ist. Finella dachte darüber nach, warum drei abgehalfterte Steinmetze aus Eisenschmiede zusammen losgeschickt wurden, um etwas zu erreichen, und kam zu dem Schluss, dass, wenn sie versagen würden, dies nur ein weiteres Beispiel für die bedauerlichen Spannungen zwischen den Clans sei. Wenn sie es jedoch schafften, ist der Sieg unbezahlbar. Doch dann kam ihr noch ein anderer Gedanke. Tatsächlich hatten alle drei in ihrer Vergangenheit Großes geleistet. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, glaubten die Leute deshalb immer noch, dass sie es wieder tun würden. Alle, außer ihnen selbst. Schlussendlich bauten sie die schönsten Jadebrocken aus der Mine ab und kehrten zurück zum Schlangenherz. Die Jadejagd war natürlich schon lange vorbei und ein Fest war im vollen Gange.
Doch jeder Pandare war verblüfft, wie groß die Brocken waren, die die Zwerge mitgebracht hatten. Dann entdeckten sie das kleine Mädchen in der Menge und wollten ihr danken. Das Mädchen jedoch rannte davon. Als die Zwerge den Platz erreichten, wo sie gestanden hatte, war das Mädchen verschwunden und in der Luft über ihnen tanzte die Jadeschlange im Wind. In Waters of Draenor, circa 31 Jahre nach der Öffnung des dunklen Portals. Die Thorium-Bruderschaft, eine neutrale Dunkeleisen-Zwerg-Gemeinschaft, schloss sich mit Waters of Draenor der Allianz an. Hansel Bleihand und Burien Kohlenstaub waren dafür verantwortlich, dass das dunkle Portal zerstört wurde. Taelin Schwarzambos spielte ebenfalls eine große Rolle der Invasion. Eine Dunkeleisen-Expedition wurde nach Gorgrond geschickt, um den Schwarzfels-Clan auszuspionieren, da diese den Clan am besten kannten, da sie mehrere Jahre an seiner Seite gelebt hatten. Ebenfalls bauten sie einige Außenposten über ganz Draenor verteilt. In Legion, ungefähr 32 Jahre nach der Öffnung des dunklen Portals. Muradin bat Moira darum, hin und wieder mit ihrem Vater zu sprechen, da eine vertraute Stimme ihn möglicherweise aufwecken könne. Sie glaubte nicht daran, möglicherweise, wenn sie ein Sohn gewesen wäre und nicht die Tochter, die er hasste. Sie fragte ihn, was er wohl sagen würde, wenn er sie so sehen könnte. Währenddessen dachte er, ich höre sie im Knirschen und Knacken der Steine, in den Winden, der durch die Höhe der Pässe heult. Es wird Zeit, sie hat Angst. Zeit, aufzuwachen. Und dann erwachte Magni. Doch es war nicht Moira, die er hörte, sondern Azeroth selbst, beziehungsweise ihre Weltenseele. Magni sah sich die Stadt an, während der Rat beriet, was er tun solle. Sie konnten nicht zulassen, dass Magni wieder auf den Thron steigt und die Einigkeit des Zwergenreiches gefährdet. Doch Magni war nicht zurückgekommen, um König zu werden, sondern als Prophet, der sah, dass die brennende Legion zurückkehren würde. Als Magni aufbrach, hatte er noch ein kleines Gespräch mit Moira. Er sagte ihr, dass er nicht stolzer auf sie sein könne und dass er sie schon einmal als Vater enttäuscht hätte und er sich dies nie verzeihen würde. Und er bat sie, dass sie ihm noch eine Chance geben würde. Und sie dann wieder eine Familie sein könnten. Als Magni in die eisigen Weiten Dunmorox verschwand, weinte Moira. Als die brennende Legion kam, verteidigte Moira gemeinsam mit dem Rat Dunmorox und sagte, nachdem Varin Vryn an der verheerten Küste verstorben sei, zu Anduin, dass sie wüsste, wie schwer es war. Sie hatte ihren Vater und Ehemann verloren. Später half sie dem Hohepriester des Lichts, die Priester des Netherlicht-Tempels zu vereinen und Balnazar zu besiegen. Ebenfalls gratulierte sie dem Spieler, wenn er die Prestige-Ränge im Kampf gegen die Horde erreicht hatte. Magni hingegen wurde der Sprecher von Azeroths Weltenseele. Er kommunizierte mit ihr und sagte dem Spieler, was er tun solle. Er sah sogar, dass Sargeras Azeroth am Ende mit einem Schwert schlagen würde, welches sie langsam ausbluten würde. Als die Botschaft nach dem Ende der Legion in Sturmwind ausgeschlagen wurde, war Moira wie alle anderen Anführer der Allianz, in dieser und diskutierte die Aufnahme neuer Völker in die Allianz, was die Königin-Regentin an die Zukunft ihrer eigenen Dunkeleisen-Zwerge denken ließ. Welche schließlich in Battle for Azeroth eine eigene Rasse der Allianz werden wird, doch diese Geschichte soll ein andermal erzählt werden. Epilog. Vor 3 Tagen oder 4 Tagen kam ein Comic raus, das der Sprecher heißt, und das könnt ihr euch durchlesen auf der WoW-Website, genauso wie die Jadejäger. Ich würde euch hier kurz einblenden, was da so geschah.
Im Comic Der Sprecher geht es um Magni Bronzebart, der seitdem Sargeras Azeroth abgestochen hat, die Weltenseele Azeroths nicht mehr hören könne. Also reist er nach Silithus und greift nach dem Azerit, dem Lebensblut von Azeroth. Als er es berührt, hört er die Stimme seiner verstorbenen Frau, Aemar. Er erinnert sich an den Tag, an dem Moira geboren wurde, und er sagt seiner Frau, dass er das Gefühl habe, dass Moira ihnen von irgendetwas weggenommen werden wird, wenn er wegsehen würde. Doch Aemar sagt, dass sie gar keinen Beschützer brauchen würde, sondern jemanden, der sie lehrt, ihr vergibt, sie liebt und ihr hilft, die zu werden, die sie sein soll. Doch dann starb Aemar durch die Hand der Eistrolle. Seitdem trainierte Magni Moira, um sie zu schützen. Doch dies ging nicht lange gut. Schon bald streiteten sie sich nur noch. Moradin sagt ihm, dass, was er erwartet hatte. Er zwang sie jahrelang, jemand zu sein, der sie nicht ist. Als Aemar in Magnis Armen starb, wollte sie von ihm noch ein Versprechen haben, dass er für immer für Moira da sein soll. Doch er wandte sich von Moira ab, als sie ihn am meisten brauchte, und sie wurde ihm weggenommen. Doch dieses Mal, mit Azeroth, will er nicht denselben Fehler begehen. Er will endlich für sie da sein. Ziemlich interessant. Magni ist immer ein Charakter, der sehr, sehr viele Fehler begangen und der sehr so ein alteingesessener König ist, wie man ihn kennt. Finde ich ganz cool. Auch mehr solche Charaktere. Und vielleicht ist er ja wirklich korrumpiert durch die alten Götter. Trivia. Das Schiff Moiras Hammer ist nach Moira benannt. Wer hätte das gedacht? Moiras Kopfstück ist identisch mit denen, die Moradin und Haldorn Wolkenglanz tragen. Sie sind nicht für Spieler zugänglich. In Magnis Albtraum, der vom smaragdgrünen Albtraum ausgelöst wurde, leitete Magni den Elitekader, um Tauchersan auszuschalten. Obwohl er erlaubte, dass ihr Sohn geboren wurde, würde er ihn von Eisenschmiede verbannen. Als Moira dies hörte, erstach Moira Magni und sagte, dass Dagran nur so lange über den Thron wachen würde, bis ihr neuer Sohn geboren würde werden. Der Vater war Ragnaros. Moiras Haarstyle und ihr Outfit in Classic WoW ist von Prinzessin Leia inspiriert. Daten in Heroes of the Storm zeigen Moira als Heldin an. Sie ist die letzte des Rats der drei Hämmer, die noch nicht im Spiel ist. Moira ist die jüngste im Rate der drei Hämmer. Da Dagran Taurusan der Zweite als Kleinkind dargestellt wurde, dürfte er nun mit Battle for Azeroth ungefähr 6 Jahre alt sein. Das Blut des Berges wird von den Dunkeleisenzwergen die Träne Ragnaros genannt. Das Glutminen-Schlachtross wurde für die Tochter Ragnaros entworfen, die er nie hatte. Ragnaros Name ist aus der nordischen Mythologie das Ende der Welten nachempfunden worden. Design aber eher an Surt, den Anführer der Feuerriesen. Die Geschichte von Ragnaros könnte dem Balrog aus der Herr der Ringe nachempfunden sein, denn dort rottete dieser die Zwerge, nachdem sie ihn ausgebuddelt haben, aus. Im Englischen wirkte Ragnaros von Chris Metzen in WoW und in Heroes of the Storm gesprochen. Und damit endet auch die Dunkeleisengeschichte, die zweiten Part, der so lange ging, quasi. Der erste Part natürlich war die Dämonengeschichte, die genauso lange ging, irgendwie 6 Parts habe ich da gemacht. Ja, Dunkeleisenzwerge haben jetzt nur 4 Parts, sind trotzdem ungefähr eine Stunde lang. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Lasst ein Like und einen Kommentar da und schreibt in die Kommentare, welche Videos ihr als nächstes sehen würdet. So. Auf jeden Fall kommt die Arakoa-Lore, werde ich auf jeden Fall nach und nach hochladen wieder. Aber schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und welche Geschichte ihr als nächstes erhören wollt. Bis denn.
Manche Zwerge wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ich bin einer davon. Ich wohne in einem Vulkan. Körperhygiene ist nicht unbedingt auf meiner Prioritätenliste. Wie es sich in einem Vulkan lebt? Tja, es hat einen entscheidenden Vorteil. Die geringen Heizkosten. Ihr wisst ja, was man über uns Dunkeleisenzwerge sagt. Wie? Das wisst ihr nicht? Tja, dann müsst ihr es wohl selbst rausfinden. Ich wollte schon immer Diamantenohrringe haben. Meint ihr, es macht Magni etwas aus, wenn ich ein paar Splitter von ihm meißele? Meine Mutter und mein Vater haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Wenn ich so drüber nachdenke, die Eltern aller Dunkelzwerge haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens als Schmied? Feuerfeste Haarnetze natürlich. Meine Mutter und mein Vater haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Wenn ich so drüber nachdenke, die Eltern aller Dunkelzwerge haben sich im grimmigen Säufer kennengelernt. Hey! Kommt ihr mit zu mir? Ihr wisst doch, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wenn ihr mich bei einem Date beeindrucken wollt, holt mich nicht mit einer Maulwurfmaschine ab. Ihr braucht mehr als ein, zwei Krüge, um mich gewogen zu machen. Mit einem Fässchen könnte es klappen. Ich bin heiß wie ein Vulkan. Ich bin eigentlich ein braves Mädchen, aber ich weiß auch, wie man einen Amboss bearbeitet. Eure Blicke versengen mich. Fast wie Lava. Nur romantischer. Wenn ich euch zusehe, wie ihr euren Hammer schwingt, beginnt meine Schmiede zu glühen. Kommt ihr mit zu mir? Ihr wisst doch, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wenn ihr mich bei einem Date beeindrucken wollt, holt mich nicht mit einer Maulwurfmaschine ab.